Da sind wir auch schon wieder bei Dead Space 3. Endlich hier angekommen. Letzte Folge haben wir hier so ein Schloss geknackt. Das erste Mal ist es schief gegangen. Aber das passiert. Die sind halt teilweise schon ein bisschen tricky. Boah. Hey Leute. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Eins, zwei, drei. Falls es die sind überhaupt, ne? Kein Platz mehr. Dafür haben wir noch Platz. Na gut, vielleicht brauchen wir das nachher noch. Man weiß ja nicht, ob wir hier jetzt angegriffen werden. Auch keine Platine. Oh, Platine will ich aber mitnehmen. Ich muss den Scheiß hier raus. Nee, Platine. Genau. So. Hier müssen wir wahrscheinlich runter. Genau, da geht es nämlich gar nicht lang. So. Heißt es hier also drei Teile aufsammeln? Oh oh. Oh oh. Okay. Da haben wir schon mal das erste Teil gefunden. Das ist ja sehr gut. Was gibt's hier Schönes? Alter. Ich will erstmal, dass diese Sonder. Genau. Da haben wir auch die zwei gefunden. Und die drei war ja in so einem Käfig, ne? Den ich da gesehen habe vorhin. Ja, hier. Ah, wie kriegen wir den her? Ich habe da oben jetzt eigentlich nichts gesehen, was wir da irgendwie anschalten können oder so. Gucken wir mal. Wandern wir halt nochmal hoch. Oder war hier irgendwie so eine Zwischenplattform? Nö, auch nicht. Hier ist jetzt aber nichts. Okay, jetzt bin ich leicht verwirrt. Ach da, guck mal, da. Da ist da was. Frage ist nur, ob das Ding dann oben bleibt. Bleibst du oben? Ich hoffe mal. So, wieder runter. Und dann müssen wir ja wieder rauf, oder? Sehe ich das falsch? Oh Mann. Immer hin und her. Na? Komm doch. Muss ich da hin? Achso, okay. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Ja, eine Bank. Aber bestimmt nicht ohne Gefahr. Hinter uns ist ja schon mal was kaputt gegangen, damit die da rauskommen können. Aber es ist noch nichts passiert, komischerweise. Wundert mich. Da oben ist auch so ein Luftschacht. Hier auch. Oh oh. Wo muss ich jetzt hin? Wieder durch. Okay. Oh nein. Nicht du schon wieder. Lass mich. Oh nein! Ich will nicht wieder gegen dich kämpfen. Hör mal! Lass uns doch Freunde sein! Ah, ich will doch nichts. Der Schuss war nur gut gemeint.
ja auch. Der war wirklich gut gemeint. Nein, nein, nein. Shit. Oh, Alter. Schnelles Vieh, ey. Wow. Wir können darüber reden, ist alles, ich dufte. Du hast nur jetzt alle drei wieder über... Scheiße, ey. Oh mein Gott, das kann ja wieder voller Kampf werden, ne? Hol raus, komm. Au. Sag mal, gehst du mal weg? Scheiße, beweg dich doch mal nicht so schnell. Ich muss dich doch auch treffen können. Komm jetzt. Nein, 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 nein. Na, gibt's aber nicht. Scheiße. Bist du nah dran immer? Wie ist denn der überhaupt wieder regeneriert? Blöder. Ne, ich sag's mal nicht. Ma. Wie ist denn da? Jetzt! Jetzt haben wir ihn erwischt. Sehr gut. Noch mal das Spielchen. Der Robot wartet an der Bank. Das ist ja schön. Ich würde auch gerne zur Bank. Ah! Mein Gott. Los, weg hier erstmal. Mann! Echt ärgerlich. Hallo, gehst du mal weg? Was ist denn hier wahr? Mit Maus hätte ich jetzt schon längst getroffen. Ich geh da mal ein bisschen zurück, ja? Was ist denn hier wahr? Geht doch. Jetzt. So, das Scheiße. Oh, hab ich jetzt erwischt? Nee, natürlich nicht. Ich glaube, mit der Waffe wird das nichts. Die ist ein bisschen zu blöd. Alter! Nerviges Vieh! Hallo? Bist du mal weg? Der rennt auch so total langsam. Ein bisschen durch die Gegend joggen und ja, ach, trifft mich schon keiner. Sag mal! Blödes Vieh. Ich kann auch nicht dafür, dass du so hässlich bist. Wo ist er denn? Da. Erwischt. Ein Herz aber noch. Ein Herz noch. Ein hat er noch. Oh. Weg! Alter. Nein!
hat's hier nicht leicht. Man hat's hier wirklich nicht leicht. Ich muss erstmal ein bisschen weg von dem Vieh. Von nahen Treffen bringt nicht allzu viel. Doch. So, jetzt noch zweimal treffen, dann ist das Vieh hoffentlich tot. Komm jetzt. Und raus. Jetzt wird schießen. Hallo? Komm. Nein. Daneben. Jetzt. Ich hab doch getroffen. Ihr habt's gesehen. Alter. Okay, das hat mich schon lange nicht mehr getroffen. Das war okay. Oh. Komm mal raus. Hallo, treff ihn doch. Mein Gott. Jetzt komm schon. Kann ich noch eine Stunde handeln? Ja, komm. Geh dann nach Hause zu deiner Mutter. Hallo? Vielleicht muss ich es auch auf die freundliche Tour machen. Ne? Das geht vielleicht auch. Aber darauf habe ich gerade keinen Bock. Der hat mich schon so viel gestresst. Jetzt haben wir ihn. Scheiße. Yes! Stirb. Wie, der steht wieder auf? Ja, na klar, der haut wieder ab. Ah, so ein blödes Vieh. Leute, dieses Biest läuft immer von mir weg, bevor ich es killen kann. Oh Gott, nicht mal eine Verschnaufpause. Wenn der Sensor funktioniert, haben wir die Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Weißt du, ich laber hier wegen dem Vieh. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein, warum? Mist. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Ich glaube hier von dem Vieh, weißt du, und die fangen hier einfach an mit ihrem Scheiß. Interessiert mich gar nicht. Ich wäre fast gestorben. Idioten. Notwendig geworden ist. Jetzt sind wir wieder hier. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben. Guck mal, ich kann es übersehen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Vollständigkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben. Hier, ne? Genau. Natürlich wieder in den Nebel rein. Klasse. Mit dir? Ah ne, nicht schon wieder die ekligen. Aha. Mann. So. Wohin jetzt? Dahinter. Und ich sehe gerade, wir müssen gleich eine Folgenpause machen. Mist, ich habe leider meine Bots noch immer nicht. Aber gut, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Pause. Wo ist jetzt hier? Oder doch lieber woanders. Geht's denn hier lang? Oh, da hinten. Alter, beruhig dich. Na gut, das muss ich ihm jetzt vielleicht nicht mehr sagen. Warte mal, da hinten waren wir schon. Bin ich hier richtig? Jawohl. Okay, Isaac. Ich hab satt, mich hier rumzuschlagen. Danik hat Schiffe.
wir können uns eins nehmen und abhauen. Wenn Ihnen was an Ellie liegt, tun Sie es. Für Sie. Haben Sie nicht zugehört? Wir sind die einzige Hoffnung, die Menschheit zu retten. Es gibt keine Hoffnung, Isaac. Wir können nur hoffen, zu überleben und von diesem Planeten zu verschwinden. Muss ich hier rein, oder was? Ah ja, hier durch. Dann sind wir wieder hier draußen bei den Kollegen. Dann hier rein vermutlich, genau. Kommen wir wieder zu dem Bohrer, wo wir auch eine Werkbank hatten. Logischerweise. So, dann können wir den Kram mal noch zusammenbasteln. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, gleich kommt was. Ach, unser Suchrobot ist auch eingetroffen. Herstellen. Wie jetzt? Muss ich als neue Waffe nehmen oder was? Na toll. So, okay. Wow, für Wissenschaftsausrüstung sieht das ziemlich tödlich aus. Was soll ich damit machen? Laut Recherche haben die Wissenschaftler ihre Messungen innen vorgenommen. Dann müssen wir wohl den Bauch der Probe öffnen. Das würde zumindest die Harpunenkanonen erklären. Oh, gut. Ist das vielleicht so ein Maschinengewehrchen? Na, mal gucken. Wir probieren es dann auf jeden Fall aus in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr seid da auch wieder dabei. Morgen 15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.